Hi Leute, willkommen beim Phantasis Studio und willkommen beim weiteren Unboxing. Diesmal der Megath Lord. Das ist das nächste neue Großmodell aus der End Times Kampagne von Warhammer Fantasy. Und ich würde sagen, den packen wir. Ups, ich drehe mal kurz um. Packen wir mal direkt aus. Man kann ihn in drei Varianten bauen: Morbidex Twiceborn, Lope. Rotsbond und eben ja, dieser Lord hier. Schauen wir uns den Gussrahmen, den Inhalt einfach mal in Ruhe an. Vielleicht sind es ja mehr als ein Gussrahmen und alles weitere gleich. So, also es sind zwei Gussrahmen, wie so oft. Das hier ist der erste. Sieht nach dieser Reitbestie, dem Reittier an sich aus. Hier nochmal kurz einen Blick darauf. Gut, vollgepackter Gussrahmen, wieder mit jede Menge kleinen Einzelteilen, Armpaaren, Kopfelementen und so weiter. Sieht halt auch wieder danach aus, als ob es sich eben nur in einer Pose zusammenbauen lässt und dann entsprechend je nach Modellvariante gibt es dann leichte Variationen in dem Bausatz. Ja. Und dann haben wir hier den zweiten Gussrahmen. Ups, der ist gleich rum, genau. Da sind einmal noch wahrscheinlich zusätzliche Teile drin, die zu dem Reittier gehören, als auch dann die Reiter an sich. Da gehen wir noch ein bisschen näher heran, dass ihr euch das ansehen könnt. Das ist natürlich sehr cool hier mit diesen ganzen Blubberbläschen auf der Haut und diesen ganzen Runzeln. Dazu diesen eingeritzten, vernarbten Nörgelsymbolen. Das ist natürlich genial. Dann haben wir hier so verschiedene Tentakel. Da ist so eine Art Sensenarm. Hier ist von dem einen Reiter der Kopf. Und super detailliert, was natürlich auch genial ist, dass hier bei den Waffen mittlerweile auch so Rosteinkerbungen nörgelmäßig vorhanden sind. Das hier ist dieser Kotzstrahl oder einer von den Kotzstrahlen, glaube ich. Und das hier ist auch noch irgend so ein skurriler Gedärmesack oder was auch immer. Ja, jede Menge Krempel. Drehen wir mal kurz um. Und das sind im Endeffekt entweder die Hohlteile von den Innenseiten oder, na, guck, hier haben wir auch mal einen kleinen Nörgling. Und ja, diverse andere Einzelteile. Sehr cooler Bausatz, gefällt mir echt gut. Und was haben wir noch? Base. Und dann haben wir hier noch die Bauanleitung für die drei Varianten. Das Übliche, man kennt's. Und ja, hier sind dann auch die Werte von den drei Varianten. Die sind also in der Verpackung dabei, bei dem Modell dabei, sodass man das direkt einsetzen kann und man braucht im Prinzip kein weiteres Buch. Die sind übrigens auch sogar auf Deutsch. Das ist vielleicht noch ganz interessant, beziehungsweise ich sehe gerade, was sage ich denn da? Die sind mehrsprachig. Hier sind sie in Englisch, Französisch und Deutsch drauf und ich gehe dann davon aus, dass dann, genau, ein paar Seiten weiter sind dann eben nochmal für die anderen Varianten auch nochmal diese drei Textblöcke mit den jeweiligen Sonderregeln. Finde ich sehr cool, wenn die Regeln dabei sind. Ist ein netter Zug von GW und insgesamt natürlich ein geniales Modell. Hier nochmal kurz über die ganze Runzelhaut, auch von dem Reiterviech, um das euch nochmal zu zeigen. Ich finde, das ist mittlerweile echt super gut modelliert, dass all hier dieser ganze Kram, das sind Kunststoffmodelle, das ist schon der Hammer. All das hier, was da eben dran ist, lohnt sich auf alle Fälle. Genialer Bausatz, Phantasos Studio approved und für gut befunden. Bis dann, tschüss. Ja.